öffne mich. Ich weiß nicht, ob jemals einer nach mir suchen wird und diese Nachricht erhält. Aber egal, was passiert, öffne nie diesen Schrank. Dieses Kratzen, es kommt aus meinem Schrank. Da ich endlich eine eigene Wohnung gefunden habe, die erschwinglich und renoviert war, zog ich direkt ein. Die Vormieter waren ein älteres Ehepaar, welches seit 36 Jahren in der Wohnung gelebt hatten. Beide waren zu alt und hatten außerdem niemanden, der sich um sie kümmert. Deshalb begaben sie sich in eine Seniorenresidenz. Bei der Besichtigung der Wohnung sagte ich sofort zu. Nach Absprache hinterließen sie mir einen schönen, alten, rustikalen Schrank. Ich mochte diesen Stil, also fragte ich nicht weiter nach. Mir war schon klar, dass sie diesen Schrank vielleicht nicht mitnehmen wollten, da er sehr groß und sperrig war. Am Anfang war noch alles top in Ordnung. Ich richtete die Wohnung nach meinem Geschmack ein und fühlte mich sehr wohl. Doch eines Abends begann es. Ich saß in meinem Wohnzimmer und schaute einen Film. Nichts Ungewöhnliches. Einen Actionfilm. Als ich plötzlich ein Kratzen hörte. Ich dachte mir nichts dabei. Es konnte ja auch vom Film stammen. Da ich Kopfhörer auf hatte, vernahm ich das Geräusch, als sei es aus dem Film. Doch das Geräusch hörte nicht auf. Und ich versuchte, mit allen Mitteln herauszufinden, wo es herkam. Somit ging ich durch die gesamte Wohnung. In der Küche lauschte ich an den Rohren, doch nichts zu hören. Der Kühlschrank war neu, somit konnte er auch nicht dieses Geräusch von sich geben. Ich ging in den Flur und merkte, dass mich ein eisiger Schauer traf. Im Badezimmer war ein hinter den Fliesen angebrachter Schacht, in dem Rohre lang liefen. Aber auch hier hörte ich nichts. Also ging ich ins Schlafzimmer. Im Schlafzimmer angekommen, wurde das Kratzen lauter. Ich legte meinen Kopf auf den Boden, weil ich dachte, es kommt vom Nachbarn unter mir. Doch es war Totenstille. Als ich meinen Kopf wieder hob, fing das Kratzen wieder an. Ich nahm meinen Kopf, packte ihn an die Wand. Aber auch da war nichts zu hören. Das Kratzen hatte wieder aufgehört. Ich war schon entschlossen, mir das alles eingebildet zu haben. Doch so wie ich das Zimmer verlassen wollte, begann das Kratzen wieder. Es gab nur noch eine Möglichkeit. Ich schaute mich um und sah den Schrank. Voller Furcht ging ich langsam immer näher heran. Das Kratzen wurde lauter. Ich nahm meine Hand zitternd, nahm den Knauf, drehte ihn. Und als ich den Schrank öffnete, passierte es.